was bisher geschah. 12-mal Prost, ihr dummen Schwuchteln! So, damit ist unser Programm auch schon zu Ende. Dankeschön, dass wir da waren! Also ich meine, so eine Fotze ficken, das kann ja jeder, ja? Bier saufen, das musst du können, ja? Daniel, wir haben nicht, oder du filmst, ne? Warte mal, die Film. Das ist ja mal großartig. Ich denke die ganze Zeit, meine Kamera ist aus und dann filmt trotzdem. Ja, das ist der Film halt off-cam. Okay, ich bin tatsächlich sehr, sehr kamerascheu. Obwohl ich die so scheiße jedes Mal auf meinen Drecks-Kanal raushaue. Ja. Dann noch Flo. Darf ich vorstellen, Florian Krüger. Also ich habe mir jetzt gerade eben so eine kleine spontane Szene ausgedacht, die ich mir aber selber versaut habe. Denn eigentlich wollte ich gerade hier auf diesem kleinen wunderschönen Ort. Warum musst du ficken? Hier wollte ich eigentlich gerade eine kleine Szene drehen. Einfach mit zwei Leuten, die gerade in der Nähe sind, die dann sagen so, okay, wie war der Abend jetzt so? Man legt sich drauf so ein bisschen hier und man träumt. Man träumt ein wenig und sagt so, hey, wie war denn dieser wundervolle Abend heute? Ja, wie war er denn? Wie war er denn? Da liegt denn jemand hier? Hast du das gemacht? Was ist ab? Oh mein Gott, das war ein Porno. Fahrzeug! Der Filmelf rennt uns weg. Der Filmelf rennt uns weg. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Action News. Action News. Rennt uns nicht weg. Game over, man. I love magic. I don't know what I said. I don't remember. America first. What do the Chinese most want? Wo wir da wohl im Ratio waren vor 11 Jahren, 2007. Ja. Wo ich mir noch so die Jacke schön hingelegt habe, damit ich mich drauflegen kann. Flo so, wirft sich drauf, pennt so ein. Und ich so, okay. Und dann irgendwie, hast du so einen Anfall gehabt nachts? Und so, Haus gegen die Wand. Und dann kommt die Penner zu mir. Ist der Kugel okay? Alles gut mit dem? Also, ja, das ist alles gut. Was ist los mit uns? Ja, genau so war das damals. Und ich muss mich mal so frustrieren, dass man so nicht sieht. Also Leute, wir könnten Geschichten erzählen. Also das wäre so ein 4-Stunden-Video, wo wir unsere Anekdoten auspacken. Das ist mal eine Idee, Filmelf. Wo wir wirklich mal 12 Jahre Suff Revue passieren lassen. Also du filmst gerade gar nichts, außer die Decke. Ich filme gerade gar nichts außer mein Kind. Also an dieser Stelle, es wäre wohl, glaube ich, so ziemlich das beste Ding, wenn wir das tatsächlich Revue kapitulieren lassen. No, was tust du da? Okay. Wenn wir euch, glaube ich, in einem Mehrteiler einfach erzählen, was wir einfach in unseren Scheiß-Suff-Köppen bisher schon alles durchgenommen haben. Ja, aber hallo. Also da könnten wir Dinge erzählen. Also da werden noch Leute sich fragen, so, was ist kaputt mit diesen Menschen? Und es hört ja nicht auf. Es hört ja nicht auf. Also guckt es euch an. Das ist immer noch eine Tageszeit. Was haben wir heute für einen Tag? Sonntag, der 25. Februar. Also. Ja, was gibt's? Heute ist der 18. März. Okay, der 18. März, okay, was gibt's denn morgen? Wir brauchen tagfrei, allein ist kein Konsequent. Ja. Lies uns mehr vor. Ja. Yeah. Okay. Oh. So viel Sportbefreiung. Der neue Elixir. Wo
wo soll man noch irgendwie die Erdnusswoche kommt. Warte mal, die Erdnusswoche? Die Erdnusswochen. Was? Okay, was zur Hölle sind die Erdnusswochen? Klärt uns auf. Also 5 Jahre Garantie auf die Erdnusswochen mit dem Mitsubishi Meisterservice und da gibt es auch viele. Zeig ich mir her. Das ist ein Sofa hier. Die Erdnusswochen, wo steht hier, das? Hier ist ein Sofa hier. Guck. Also Erdnüsse kenne ich nur von Männern oder. Ja, Flo. Also das ist nicht durch die Nacht, das ist durch das Leben. Mitten im Leben. Da drin sind die ganzen Masken. Da drin halten sie sich auf. Liebe Twitter-Gemeinde, da drin sind die ganzen Masken. Alle sind schon da drin! Komm, wir müssen weiter! Ey, Moment! Ja, wir gehen hier lang! Hier lang! Eieiei. An dieser Stelle wurde mir Daniel suspekt. Seine Ausbrüche wurden immer häufiger und die Schübe zwischen Wahnsinn und geistiger Gesundheit konnte man kaum noch auseinanderhalten. Das Abdriften in den Wahnsinn war kaum noch abzuhalten. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die gesehen? Die sind jetzt alle da drin. Wir wussten alle, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Allerdings wollten wir ihn auch nicht stoppen, weil wir nicht wussten, ob er Gefahr für unser Leib und Leben droht. Wir konnten nicht anders als diesen Wahnsinn dokumentieren, denn gleichwohl der Gefahr war uns bewusst, dass die Nachwelt erfahren musste, welche Abgründe ein Mensch erreichen kann. Dieser Mensch gehört sicherlich zu den außergewöhnlichsten Exemplaren unserer Spezies. Und diese Tatsache muss der Nachwelt erhalten bleiben. Verstehen! Jetzt! Ausnahmsweise galt sein Ausbruch nicht mir, sondern unserem Aufnahmeleiter. Der versucht hat, ihn mit ruhiger Tonalität auf ein normales Niveau hinunterzubringen. Natürlich scheiterte dieser Versuch und Daniel wurde nur noch aufgebrachter. An dieser Stelle ist es eigentlich nicht mehr notwendig, mit ihm zu reden, da seine außergewöhnliche Art und Weise, Dinge zu behandeln, einfach hingenommen werden muss und nicht mehr weiterer Kommentare bedarf. Ja, kein Internet mehr. Ich glaube, Flo, du meinst das hier. Ich gehe davon aus, dass dieser Mensch diesen Ort meint. Flo. Flo, ich glaube, du meinst das hier, oder? Ich glaube, du meinst diesen Ort. Ach so. Ja. Ja, probier's mal. Es ist Daniel, zu, ne? Ist geschlossen, hier kennt ihr ja kein Internet mehr. Nee. Ja, wie kommen wir denn jetzt online? Was steht genau? Aber hier steht doch Internet. Okay. Internet-Treff Vollshop. Dann sollen Sie mal Ihre Transfergeld Western Union. Western Union. Ja. Warum machst du das nicht? Sollen Sie das mal ändern hier? Es ist hier ein kleiner Internet. Sag das schon. Hey. Ich hab ein Aufzeichnen. Ja. Ja, was sagt Bestätigung? Ja, Gulasch. Das Internet ist tot. Ja. Du hast keine Ahnung mehr, was hier los ist. Wenn ihr das Internet gestört ist, dann gibt's ja einfach keins mehr. Also, wenn ihr glaubt habt, der Gorminister kann euch Dortmund zeigen, mit interessanten Ex-Orten. Hier zeige ich Internet-Cafés, die kein Internet mehr haben. Das sind mal Orte. Benni, was sag ich denn? Ich sag Flo. Bevor ich gleich noch platze, lass ich es lieber raus. Ich halte dich fest, Junge. Halt mich fest. Ich halte dich fest. Warte, ich massakriere dich. Komm mal her, weil die Füße waschen. Ja, ich bin nicht so fein. Hör mal auf, mich zu filmen, Mann. Ich will nicht da fein, ist okay, Pinkel. Stell dich mal vor mich. Ich stehe doch schon vor dir. Nee, der. Schieß der mich vor dir. Ja, ich. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich helfe nur einem Freund, seinen Penis zu verdecken. Eine durchaus edle Tat, die ich nicht bereue, die ich im vollsten Vermögen meiner geistigen und auch mentalen Kraft ein großer Penis, den ich hier nur Mühe meines Oberschenkels bedecken kann.
Es kommt nicht viel, da er scheint meine Harnwegsbeck hat. Oder Nierensteine. Ich bin kein Doktor. Ich gehe nur davon aus. Er hat auf jeden Fall wunderschöne Muskeln im Rücken. Er muss da auf jeden Fall. Also aktuell sind die recht verspannt. Er sollte gleich mindestens so 20 Minuten pro Tag mal laufen gehen. Und vielleicht so 3-4 Sitzungen Crunches machen. Okay, gehen wir ein paar Meter weiter und versuchen. Wir sehen, es kommt hier alle 5 Minuten ein Auto vorbei, was dafür spricht, dass Limburg eine absolute Großstadt ist. Ich bleib hängen. So schlimm ist es nicht. Komm dir weiter. Ja. Okay. Florian! Florian! You tear me apart! Florian! Flo? Vergiss ihn! Er ist tot! Und so beginnt der Kreislauf des Lebens aufs Neue. Der Filmelf stürmt davon, im Glauben daran, seinen Freund verloren zu haben. Dabei trottet er ganz treu hinterher. Ich möchte ja nichts Schlechtes über den Filmelf sagen, doch seine Art auf Geschehnisse zu reagieren, könnte man als extrovertiert bis exagiert bezeichnen. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Ich hoffe, er ist an einem besseren Ort. Also nicht an der Hauptstraße, sondern in einer Nebenstraße. Und ich hoffe, der Arm meiner Kamerafrau fällt nicht gerade ab. Und mich an dieser Stelle sagen, mach ruhig Schluss, es reicht, es reicht. So, für die ganzen Leute, die von außerhalb kommen. Das hier ist, wie viel noch haben wir jetzt? 10 vor 1. 10 vor 1. Eines der letzten Bastionen in Limburg. Das heißt, so viel wie Mörderdis. Klingt vielleicht im ersten Moment wie Schandmaul, aber nein. Nein, falsch gedacht. Es ist so eine Scheiße wie Bab. Oder Hörner. Oder Hörner. Irgend so eine Kacke, die man normalerweise an, wie heißen diese Festtage, die in Köln so beliebt sind? Fasching. 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 Solche Faschingslieder. Denkt an die Uhrzeit. Liebe Freunde, wer um diese Uhrzeit noch in dieser Gegend unterwegs ist, hat gelitten. Wir können auch in die Tonne gehen. Die Tonne ist eigentlich auch noch ganz geil. Die Tonne läuft noch mit Rockmusik. Die Tonne hat doch jetzt schon zu, vergiss. Nein, nein, nein. Die Tonne hat bis 3 auf. Warum zum Fick sind wir dann hier? Weil wir dachten, ich bin deine Mutter hier. Meine Mutter ist aber nicht hier. Wir haben doch gesagt, wir trinken jetzt eins hier und dann ziehen wir weiter. Liebe Freunde, solltet ihr jemals Hessen besuchen, rein in Limburg. Es tut euch nicht gut. Es nur aus Liebe, alles nur aus Liebe. Jetzt kommen die Hosen. Warum ich nur noch an dich denken kann. Ich fühle mich wie verhext und gefangen. Und du allein trägst Schuld daran. Worte sind dafür zu schwach. Ich fürchte, du glaubst mir nicht. Wolltest du mir gerade ins Ohr kotzen? Doch, was war das? Du hast mir gerade ins Ohr gekotzt, Mann. Es ist die Eifersucht, die mich aufpresst. Es hieß mal das Kokolores, aber ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Ich habe mich auch schön geguckt. Von Dr. Jekyll. Wie heißt das hier? Trümmelchen. Trümmelchen. Also wie eine Trommel, nur mit süß. Wer in Limburg einsam und alleine unterwegs ist, kommt ins Trömmelchen. Denn dort gibt es nur die Onkels. Und nur die Onkels. Also ich mag ja die Onkels, aber... Ja. Ich finde die gut, aber Daniel mag sie nicht.
Ich hasse die Onkels. Ja, ich mag die Onkels. Sorry. Tut mir leid, Daniel. Tut mir leid. Die Onkels, wenn ihr einsam durch Limburg tingelt und ihr kommt nur noch ins Tröpfchen, Tröllchen, diese Kneipe hier, dann bekommt ihr nur die Onkels. Es ist einfach traurig. Hier trifft sich der traurige Rest der Limburger Ortschaft. Und hier kann man sie sehen. Das letzte traurige 90% der Gesellschaft. Der nie Onkels gehört hat, werfe den ersten Stein. Man mag die Onkels vielleicht hören, wenn man einsam ist. Ey, komm, reden die so schlecht da. Ich finde die auch gut, Mann. Aber ist auch Kollege von mir. Ich mag doch auch die Onkels. Bist du auch ein. Ich bin doch auch ein Bauernstrampel? Nein, ich bin kein Bauerntrampel. Okay, ich sag nichts mehr, ja. Eine Bauerntrampel. Man sieht sie hier. Seht ihr euch an? Das sind die Rattenfänger. Bauernsklaven. Onkelshörer. Viel, viel zu jung. Bauernstrampel. Nur die Besten sterben jung. Nein! Viel zu jung. Viel zu jung. Scheiße! Ich hab noch einen von 2015. You are my fire, the one desire. Fast so perfekt, sondern...